Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Am Palmsonntag sende ich Ihnen einen frohen Gruß aus dem Neukloster. Wir haben gerade die große Feier mit der Pfarrgemeinde gehalten, mit der Segnung der Palmzweige vor der Kirche, die Prozession hier herein und dann dem Gottesdienst, der so stark geprägt ist vom Leiden unseres Herrn, mit der Passion, die heuer nach dem Evangelisten Lukas vorgetragen worden ist. Ich habe die Christen vor dem Gottesdienst an der Straße eingeladen, nicht nur am heutigen Tag sich als Christen in der Öffentlichkeit zu zeigen, sondern das, was wir heute tun, auch im Alltag wiederzuspiegeln. Wir gehen da mit Palmzweigen und sagen Hosanna, wir begrüßen Christus, den König. Wir sollten es auch im Alltag tun, dass die Menschen spüren, dass wir Christen sind und nach dem Lebensprinzip Jesu leben. Liebe, nicht Hass, Freude, nicht Verzweiflung, Barmherzigkeit, nicht Hartherzigkeit. Was wir am Palmsonntag tun, das tun wir jeden Tag. Wir gehen durch die Stadt nicht mit Palmzweigen in einer Prozession, aber doch so, dass die Menschen spüren, unser Ziel ist die Begegnung mit Gott. Ich wünsche das Ihnen. Die Palmzweige, die Sie auch zu Hause haben, stecken Sie hinters Kreuz, damit Sie das ganze Jahr Ihnen, dass diese Zweige Ihnen das ganze Jahr erzählen, das Kreuz ist überwunden durch das Leben. Tragen wir das Leben Gottes in die Welt. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Karwoche und hoffe, dass Sie am Ostersonntag oder in den Tagen danach wieder uns im Neukloster zuschauen. Auf Wiedersehen, alles Gute, Gottes Segen.